durch die Stadt gehen und einfach mal die Leute zu beobachten, macht dann für mich halt den Kopf frei und kann über Sachen ganz gut nachdenken. Und hilft auch meiner Figur. Sehr gut funktioniert es im Urlaub, finde ich für mich. Bin gern auf der ganzen Welt unterwegs, also ich schaue mir gern Orte an. Ich glaube, das ist wirklich ein schräges Hobby, dass ich im Urlaub Hotels vermessen anfange. Manchmal schon ein bisschen übertrieben. Aber dann brauche ich mir das noch nicht mehr überlegen, wenn ich weiß, das funktioniert dort gut. Also irgendwie hört das Architekturdenken und Baustelle eigentlich nie auf. Das ist vielleicht wirklich schräg. Jetzt fällt es mir gerade ein, dass das wirklich ein bisschen, vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen. Aber es ist irgendwie ein nettes, schräges Hobby, sage ich mal. Also ich glaube, ein schräges Hobby habe ich nicht, aber mit dem Skifahren bin ich schon ein bisschen fanatisch fast. Also bin eigentlich jedes Wochenende. Manche fragen mich schon, wie das funktioniert mit so vielen Skitagen in einem Jahr. Also das ist, glaube ich, für was ich mehr oder weniger lebe, ist übertrieben, aber das mache ich jetzt sehr gerne. Was ich in Graz erschätze, dass Graz vielleicht doch ein paar großstädtische Annehmlichkeiten hat und aber doch eben ein Dorf ist. Also wenn man durch Graz geht, man trifft immer wen, den man kennt, und das ist, was ich sehr gern mache. Und natürlich auch in Graz am Schlossberg. Es gibt aber auch Plätze, wo gar nichts los ist, wo ich eben gerne auch unterwegs bin. Ja, du bist einfach gut aufgekommen, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Also man kann so einfach ganz allein in die Stadt gehen und du findest hundertprozentig Leute, wo du einfach dazu sitzt, ein Glas Wein trinkst oder ein Glas Bier und die nehmen dich einfach in die Runde auf, so wie ich die Steiermark kennengelernt. Und das finde ich eigentlich schon eine große Qualität. Und unsere Außenmöbel werden immer wieder genutzt. Man, es wird auch hin und wieder auch schon das, wenn wir ein bisschen länger arbeiten in der Nacht, unser Büro aus Lokal verwechselt. Also ist da reges Treiben in der Nacht und es denkt hin und wieder, man kriegt was zum Trinken. Also man muss hin und wieder schon mit Nachdruck die Personen wieder nach draußen befördern. Man kann bei uns Parkgeld wechseln, kopieren, Pakete abgeben, so alles möglich. Kaffee theoretisch. Ich glaube, das, warum es mich interessiert, hat sicher mit meiner beruflichen Laufbahn zu tun, einfach auch mit dem Handwerk. Also das ist eben nicht hingehen, auf die Maschine drücken, sondern man muss halt ein bisschen was machen kann mit dem, mit den Aktionen, was man setzt, was falsch oder richtig machen. Und dann umso besser, dass man das dann im Griff hat, umso besser ist halt dann quasi die Qualität oder der Kaffee. Mitzipfen, solche Sachen, solche Werbungen an wie Geiz ist geil. Weil durch diese Mode und oder durch diese Industrie einfach so viel an Materialbewusstsein einfach zerstört wird. Diese Entwicklung finde ich auch irrsinnig schwierig. Also, dass man für Qualität nicht bereit ist, einfach Geld auszugeben. Also, das auch in der Zeit, wo ich an der TU gearbeitet habe, versucht, den Studierenden zu vermitteln, wie man Materialien in ihrem Rohzustand halt verwenden kann, was eigentlich alles möglich ist. Ne? Es geht ja trotzdem um das richtige Anwenden, also um das richtige Anwenden des Materials. Auf der anderen Seite das herausfinden, was für Formen sind aber trotzdem möglich und welche Formen sind sinnvoll, also in Bezug auf Benutzung und so weiter. Darum hängt für mich Baukultur jetzt mit einer Tradition zusammen.